Herzlich willkommen beim Brave in One Podcast. Wir sind Tim und Aline und wir haben es uns auf die Fahne geschrieben, Paaren dabei zu helfen, eine glücklichere und erfülltere Beziehung zu führen und dabei mutige Schritte in die Zukunft zu gehen. Jede Woche teilen wir hier mit dir Gedanken und Erfahrungen zum Thema Partnerschaft. Schön, dass du heute dabei bist und etwas Zeit mit uns verbringst. Wir wünschen dir ganz viel Spaß in der heutigen Episode. Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer kleinen Inspirational-Folge wieder heute am Freitag. Und wir wollen euch heute mit einem kleinen Satz ins Wochenende schicken, den ihr euch einfach mal fürs Wochenende auch einfach vornehmen solltet, den ihr dieses Wochenende einfach mal im Kopf haben solltet. Und zwar ist das der Satz: Gefühle folgen Verhalten. Und Verhalten ist ganz einfach damit gemeint, dass Liebe nichts ist, was so von alleine kommt, sondern es ist etwas, was du geben musst und nichts etwas, was du einfach so bekommen kannst. Und wenn du das im Kopf hast, dann handelst du ganz anders. Und zwar bist du dann einfach mehr bereit, einfach auch zu geben. Und genau darum geht es auch in einer Partnerschaft. Es geht nicht darum, irgendwie was zu bekommen, sondern es geht einfach nur um das Geben. Und wenn man gibt, dann empfindet der andere einfach auch Gefühle für dich. Und aus diesen Gefühlen heraus ist er auch wieder viel, viel mehr bereit, einfach auch Dinge dir zu geben. Deswegen ist das einfach eine Aufwärtsspirale, die immer und immer weiter nach oben geht. Und deswegen habt das dieses Wochenende einfach mal so ein bisschen im Kopf, dass ihr einfach versucht, einander Aufmerksamkeit zu geben, Zeit zu geben. Einfach diese Dinge, gebt euch einfach nur. Und wir haben letzte Woche nämlich eine Nachricht auch bekommen von einer Leserin oder Hörerin. Und genau, die hatte uns einfach auch geschrieben, dass ja sie es halt auch total wichtig findet, zu betonen, dass es nicht immer diese, wir gucken uns an und das ist so alles happy clappy und ich gucke dich an wie beim ersten Mal und liebe dich oder bin verliebt wie beim ersten Mal. Und da können wir auch nur voll zustimmen. Es ist so, dass du bei einer längeren Beziehung einfach eine ganz, ganz tiefe Verbundenheit spürst. Und das ist auch richtig, richtig gut. Aber es ist halt so, dass nicht jeden Tag die Gefühle einfach immer zack da sind. Und das ist auch völlig normal. Und da sollte man auch nicht dran zweifeln, dass dann die Beziehung oder so schlecht ist. Aber wenn du dich gerade einfach so fühlst, dass du in dem Sinne ein bisschen unzufrieden bist, weil du dich deinem Partner nicht so nah fühlst oder weil ihr ja quasi in dem Sinne euch so oder so gerade so ein bisschen nebenher lebt, dann ist das einfach voll der krasse Satz, weil wenn man überlegt, wir haben gerade nicht so die Gefühle füreinander oder die Gefühle kommen nicht so hoch oder du denkst, die müssten einfach so hochkommen und zack da sein und zack hat man wieder Schmetterlinge im Bauch oder zack hat man Lust auf Sex, das ist halt, wenn man dieser Annahme folgt, ist das halt einfach in dem Sinne fatal, weil man dann erwartet, dass diese Gefühle einfach kommen. Und sie werden aber in den meisten Fällen nicht einfach so kommen. Die kommen durch Taten und durch gewisse Settings einfach. Also wenn du zum Beispiel ein schönes romantisches Dinner vorbereitest, dann kommen so Gefühle. Und das ist einfach so, so genial zu wissen, dass du Einfluss darauf haben kannst, wie ihr zueinander fühlt. Und dieser Satz ist halt einfach voll der Gamechanger in dem Sinne. Und genau, deswegen schaut einfach mal, wie ihr das Wochenende hinkriegt, dass ihr ja den anderen mal überrascht, dass ihr vielleicht euch einen Abend mal Zeit nehmt und nur Zeit für euch im Schlafzimmer. Oder dass ihr halt eben mal was Neues unternehmt. Das sind halt alles so Sachen, dann kommen die Gefühle hoch. Deswegen gib nicht auf, nimm es aber auch nicht für normal, dass die Gefühle quasi nie wiederkommen, sondern nimmt das in Angriff und genau. Hab einfach mal im Kopf, dass das, was du haben möchtest, du immer erst geben musst. Das ist in so vielen Bereichen so und wir haben es so oft schon gemerkt, dass wir einfach, wenn wir das geben, was wir haben möchten, dass wir das dann selber auch bekommen. Deswegen, dieses Wochenende, leg du einfach mal persönlich, wenn du diese Folge hörst, diesen Fokus darauf, einfach nur zu geben. Und wenn du das tust, dann wirst du automatisch, vielleicht nicht direkt, aber auf lange Sicht wirst du es immer wieder zurückbekommen. Das war die Folge für heute. Wir hoffen, wir konnten euch so ein bisschen jetzt so ins Wochenende reinschubsen und euch einfach so ein bisschen dazu ermutigen, auch nochmal zu investieren. Es lohnt sich einfach. Und
wünschen euch in dem Sinne einfach alles, alles Gute, dass ihr ein cooles Wochenende habt, mit ganz vielen Gefühlen und genau. Dann hören wir uns nächste Woche Mittwoch wieder und ihr kriegt wieder ein bisschen mehr Input von uns. In dem Sinne wünschen wir euch jetzt ein wundervolles Wochenende. Ciao. Bis dann. Ciao.